Boah, das Byzantinische Reich ist aber auch gerade im Flex, oder? Die sind gerade, Kroatien hat sie aufgesplittet. Das Königreich von Kroatien hat das Byzantinische Reich ein bisschen abgefuckt. Die befinden sich, glaube ich, haben sich im Krieg befunden. Denn die sind sehr, sehr geschwächt. Digga, habe ich viele Kinder. Ach du meine Güte. Digga, der ist 4 und hat 6 Kriegsführung. Ich bin 49 und habe 8 Kriegsführung. Was? Oh mein Gott, Digga. Was züchten wir da heran? Ey, sie ist einfach, ey, es tut mir leid, ne? Sie ist die perfekte mittelalterliche Frau. Sie ist einfach immer schwanger. Sie ist immer schwanger. Sie hat uns 4 Töchter geschenkt, 2 Söhne und jetzt ist sie wieder schwanger. Bruder, sie ist einfach wirklich mit den Schenkeln der Göttin der Fruchtbarkeit gesegnet worden. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ihr Perk ist... Nichts. Sie hat keine besonderen Fruchtbarkeiten. Sie ist halt einfach nur, ich bin willig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, jetzt könnten wir, glaube ich... Genau, Brustteilung stimmt. Das heißt, es würden alle zustimmen. Jetzt muss ich nur noch Heraldik erforschen. Und Heraldik ist in 16 Monaten erforscht. Bruder, Timing nenne ich das. Timing. Wait a minute. Die Prinzessin des Byzantinischen Reiches lebt in meinem Kerker? Holy fuck. Darum waren die verbündet. Weil die verheiratet haben. Und ich habe sie jetzt in meinem Kerker. Ich muss meinen Kerker mal besuchen. Ich verkaufe sie. Ne? Das ist, was jeder guter Mann tun würde. Schlau? Nee, Schall und Rauch. Er ist wirklich wieder ein Sohn. Digga, es ist wirklich wieder ein Sohn. Der kann nicht doch schon wieder Breed heißen. Du heißt Joshua. Bruder, ich fass es nicht. Krone haben wir nicht. Das ist alles aufgestellt. Ja, dann reparier den Scheiß. Oh mein Gott, Chat. Bruder, die müssen bald 2 Reich hier machen. Und er ist wieder ein Genie. Oh. Bruder! Ayo! Genau! Bildung. Wir gehen auf wissenschaftlich. Alter Schwede, ich raff's nicht. Das ist ja verrückt.
Dem König von Frankreich würde ich fragen, ob er mir die Sprache beibringen kann. Oder ich kann bald eine eigene Fußballmannschaft aufmachen. Das ist ja irre. Alter, das habe ich ja noch nicht gesehen, dass die so spreaden. Jedes meiner Kinder ist ein Genie. Also fast jedes. Wenn die heiraten, werde ich aber sowas von all in gehen, was die Perks angeht. Und dann werde ich ihre Söhne miteinander verheiraten und ihre Töchter. Ja, ja, du hast mich schon richtig gehört. Oh, mein Ratsmitglied ist verstorben. Ratsmarschall. 19 ist aber stabil hier, Digga. Ihr seid tut nicht überrascht. Pass bloß auf mit der Inzucht. Nee, muss ich gar nicht so dolle. Weil ich... nee, das will ich gar nicht. Weil ich das Vermächtnis Blut voll hab. Und man bei robuster Blutlinie nur noch vererbliche Eigenschaften plus, also die Chance auf schlechte vererbliche Eigenschaften sehr, sehr viel geringer ist. Also ich darf jetzt nicht direkt Bruder und Schwester verheiraten, das wird schwierig, aber so Cousins und so, no problemo. Können auch Frauengenies werden? Ja, ja. Viele von meinen Töchtern sind auch richtig, richtig schlau. Ja. Irre schlau. 22, 21 Bildung. Die sind so schlau. Alles Hexen. So, Heraldik sollte gleich fertig sein. 7 Monate noch. Königin auf dem Thron? Nee, das können wir nicht zulassen. Wir sind ja nicht in... Ja, wir haben ja Regeln, ne? Oh, da hat jemand eine Frage. So, König ist wirklich rutschig. In der Tat, unser böse höchster Heiter, auch wie diese Fanky. Dina, seht ihr nicht, dass sie hungrig sind? Bringt mehr Safrankuchen. Safrankuchen, unverzüglich. Ja. Ich finanziere mal ein paar Inspirationen. In der Hoffnung, dass was bei rauskommt. Okay. Ich brauche Jesus. Tugendheld. Eine Kultur interessiert dich als Innovation Landschenkung. Sind wir fertig mit Heraldik oder was? Ah, Heraldik ist durch. So, Chat. Heraldik ist durch. Ich kann jetzt auf Nachfolge gehen. Bundteilung. Und kann auf Großteilung gehen. Der Großteil Nachfolge geht der Löwenanteil in den Titel an euren Spielererben wieder. Der Rest wird unter euren Kindern aufgeteilt. Haus Senex ist folgendes. Bei Haus Senex Nachfolge erbt das älteste Mitglied eures Hauses all eure Titel. Das heißt, du musst dich nie wieder darum kümmern, aber du musst immer aufpassen, die sterben relativ schnell dann. Ich mache aber mal Großteilung, um es auszuprobieren. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also er erbt so gut wie alles hier und er hat jetzt hier 3 Titel. Kleinkönig Lannister, die wollen wir natürlich nicht haben, dass die weggehen.
Also müssen wir ihn über kurz oder lang wahrscheinlich enterben. Aber das ist nicht so schlimm. Oh. 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 Digga, die ganzen Entscheidungen, ich habe nur Entscheidungen getroffen. Erbe wird Titelerben. Die Erbfolge vom Titel Edessa. Was ist denn da gerade? Oh! Are you fucking kidding me? Wait, what? Warum kriege ich denn jetzt hier unten Edessa, Digi? Meine Frau hat Ansprüche auf die Grafschaft. So. Oh mein Gott, das geht aus ihrem Verbund raus. Oh mein Gott, ich nehme direkt einen Teil des byzantinischen Kaiserreiches weg. Rein in Jerusalem. Rein. Cool. Das ist für die Kreuzzüge richtig interessant. Richtig interessant. Alter, wie krass stabil wird denn bitte das Ding sein? Ich muss mal jagen gehen, ansonsten... Oh, kann ich nicht? Bis zum 71, okay. Freudenhaus besuchen. Ja, ein bisschen auf den Schlags donnern. Ich muss aber warten, bis ich jagen gehen kann. Alter, ich hab 11.000... Ey, ich bin so stark positioniert. Ich muss mir ja die nächsten... Ach du Scheiße, ich habe gar nicht aufgepasst. Landschenkung. Nee. Was müsste ich denn als nächstes machen? Horden. Horden will ich als nächstes erforschen. Nicht zu verwechseln mit Huren. So, wir machen mal was wir noch lange nicht mehr gemacht haben. Wir halten mal Hof. Plebjener und Plebjenige, tretet vor zu eurem König und gebt eure Notdurft kund. Mein Höfling Taitu zeigt mir mit einer Seite, die mit mir unbekannten Symbolen gefüllt ist und besteht auf deren Lesbarkeit. Ich habe für die Frauen des Hofes eine eigene Schriftsprache entwickelt, da das eigentliche Alphabet hauptsächlich Teil des Unterrichts für Männer ist.
Wenn ihr es erlaubt, werde ich sofort damit beginnen, die Edeldamen zu unterrichten. Ha! Weiber! Ich reagierte wie ein großer König. Ein deutlich verärgerter Herzog Donchard eilt zum Thron. Ja, mein Rechtsanspruch auf Erfurt von Oriel ist gut bezeugt und dieses Land wird bereits seit langem als wesentlicher Bestandteil meiner Ländereien betrachtet. Werdet ihr auf das verzichten, was euch nicht gehört, um meinem Anspruch zu unterstützen? Mein Anspruch ist stärker. Mein Fürst, ich vertrete die Religionsgemeinschaft von Silkenor. Beim Durchstöbern unseres bescheidenen Archivs, ach so, das sagt er noch. Sind wir auf sehr merkwürdiges Buch gestoßen. Der Einband war verstaubt, die Bindung brüchig und die Seiten vom Zahn der Zeit vergilbt. Hm. 66%, es ist ein nettes Manuskript, aber nichts Besonderes. 33%, es ist eine schlechte Fälschung. Oh, es ist ein nettes Manuskript. Meine Aufgabe hier ist getan. Ah ja. Jetzt hol ich mir einen Stütze. Ey, ihr Amateure. Gib nicht alles auf einmal aus Kleine. Digga, wie viel Geld ich hier reinpumpen muss. Sascha, danke schön für den Resub. Digi. Oh, das Schild der Dalxasen-Dynastie. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe das schon. Nee, habe ich nicht. Uff. Sweet. Moin, moin zusammen. Moin, moin. Okay, das läuft. Das läuft. Digga, ich bin so reich. Was mache ich mit der ganzen Kohle jetzt hier? Schön ausbauen, denke ich. Überall wird gebaut. Oriel. Dieser dämliche Pendejo hat versucht, Oriel zu holen. Mörder und Sippenmörder. Holy fuck. Warum ist der nicht im Gefängnis? Alter. The fuck? Eine Tochter. Ich muss mal sagen, meine Frau ist schon lange nicht mehr schwanger gewesen. Das ist eine. Ha. Never mind. Oh. Eine Krone der da.
Dalgaesen-Dynastie. Die ist insane. Die guckt den Stream. Ich habe noch keine Krone. Alter. Wir erlernen die Sprache. Ich fühle mich vollendet. So, wie sieht's denn aus? 25 Bildung. Horden immer noch läuft. Frankreich kann ich. Jetzt kann ich mit ihm sprechen. Ist zu weit entfernt für eine Interaktion. Ich würde gerne noch ein bisschen kaiserliches römisches Reich sprechen. Mit den ganzen Kaisern erstmal auf Perdu. Günther, kannst du mir mal zeigen, wie man das schreibt? Stark. Inselchristentum hat er geschafft. Wie sieht's denn hier aus? Oh. Ich bin ein Poet. Wow. Was macht denn mein ehemaliger Ehepartner? Ah, lebt gottlos im Land. Alles klar. Verdient. Christian. Hm. Was ist denn mit ihm jetzt? Wer ist er? Ist er das? Nee, wo ist denn Christian? Achso, ich muss ausklappen. Er ist einfach genial. Ach du meine Güte. Was ist nur los, Mann? Das ist ja verrückt. Welchen Anspruch hat sie? England. Kann ich nicht machen. Also man muss ja mal sagen, ne? Die Alte pumpt die im Ohr. Wie die da draut pumpt. Wahnsinn. 37 Jahre. 6 Kinder. Alle sind Genies. Halbe Albert Einsteins. Das gibt's gar nicht. Mit einer locker fluffigen mit einer Fluffigkeit ballert die raus in die. Also wirklich. Das ist ja so. Das ist so. Wenn man sie trifft, ist das so von wegen. Hä? Warte mal, du bist nicht schwanger? Was ist los? Läuft's bei euch nicht mehr? Warum? Warum? Wie, du bist nicht schwanger? Du bist doch immer schwanger. Hochdeutsch. Guten Tag, Sie Hurensohn. Guten Tag.
So, was haben wir noch? Kann der mir hier was beibringen? Nee. Ah, der sieht aber mit 48 sehr, sehr alt aus. Das ist so wild. Enkel und Ritter von euch. Kerngesund. Die könnten inzüchtig werden. Okay, dann darf ich sie nicht verheiraten. Die will ich für meine Haupterben auflassen. Was ist mit dem hier? Nee. Was ist, wenn ich nach Bündnis baller? Nee. Was ist nach Relevanz? Schuppige Haut. Ey! Ey! Ihr Amateure! Ah, nee, dann gehe ich lieber nach vererblichen Eigenschaften und schnacksel mir hier so sie ein rein. Naja, klar. Über kurz oder lang werden nur wir uns gegenseitig Kinder schenken können, also aus der eigenen Familie. Aber das ist etwas für die Zukunft. Ich mache mich nämlich jetzt aus dem Staub. Ich danke euch sehr fürs Zugucken.